Hallihallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Aufnahme von Ghost Recon Wildlands. Dieses Gespräch, was wir jetzt führen, ist noch out of character. Ab gleich läuft dann alles im Character. Ich bin euer Commander Reaper und ich stelle vor den ersten Offizieren, unseren medizinischen Officer, Mr. Wanba. Hallo. Zückt gleich das Wäffelchen. Unseren kleinen Sturmsoldaten, den Enno. Hallo. Der hat mir noch keinen Rang gesagt, von daher er ist ranglos. Ranglos. Ich bin Latrinenputzer. Und die Frau im Bunde bei uns ist unsere Aufklärerdame, die Nawoka. Hallo. So, wir haben Folgendes vor. Wir werden, sobald wir ins Fahrzeug steigen, in unsere Rollen steigen. Alles andere erklärt sich dann quasi von selbst. Wir wollen dieses Projekt ein bisschen taktisch aufziehen. Wir wollen es im Roleplay machen. Fähigkeitspunkte, wie man sie ja in diesem Spiel erwerben kann, sowie auch die Ressourcen, die man benötigt, um die Fähigkeiten zu verteilen, werden wir offscreen einsammeln. Falls ihr wollt, dass ihr mit dabei seid, wenn wir sie verteilen, dann könnt ihr das in die Kommentare schreiben. Falls nicht, machen wir es einfach offscreen. Und ansonsten würde ich sagen, wir legen einfach los. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Von daher, das ist die Aufgabe unseres Aufklärers. Guck auf die Karte. Unseres Aufklärers. Ja, ich gucke auf die Karte. Und vor allem, wer war jetzt nochmal unser Fahrer? Ich habe vergessen, wer unser Fahrer war. Dachte, das bin ich. Achso, ja, unser Medic. Unser Medic ist der Fahrer, okay. Und wir müssen jetzt die Straße Richtung Osten verfolgen, auf der wir gerade sind. Und das bedeutet, dass wir da ins Auto steigen müssen. Danke. Es wäre schön, wenn du dann mal ins Auto steigst. Beifahrerplatz. Entschuldigung. Komm doch endlich mal rein hier. Kann ja mal nicht angehen hier. Gerade erster Einsatz und schon so lahmarschig. So, und dieser Straße folgen wir dann erstmal eine ganze Weile. Was ist denn eine ganze Weile? Also es sind bestimmt so 2 Kilometer. Also ich weiß ja nicht hier, Herr Medic, aber wie wäre es mal mit ein bisschen Licht? Man sieht so wenig davon. Nein, ich sehe alles. Oh. Da war dich der Lichtschalter. Der Lichtschalter ist der Knopf, den man benutzt, um mit diesem großen L drauf. Jetzt hat bei mir nicht funktioniert. Wieso das nicht? Nee. Na gut, dann haben wir halt kein Licht. Auto! Gegenverkehr! Ich glaube, das war der G-Knopf, oder? War da ein G drauf? Achso. Ja klar, Licht. Also Bolivien hat merkwürdige Angaben für Licht. Wer war denn schon mal in Bolivien hier? Ich war noch nie da. Negativ. Auch nicht. Nee. Erster Einsatz. So, wir sind zu 3/4 da. Es müsste das Haus da vorne sein, auf das wir gerade zuhalten. Das da? Ja. Wir sollten also hier anhalten. Lass mich mal hier raus, ich suche mir eine Stelle. Ja, einmal durchs Licht laufen. Juhu. Ich würde sagen, wir steigen hier auch alle aus. Ja. Besser ist das. Wird schlecht, mit dem Auto da hochzukommen. Gut, ich werde unseren Aufklärer, ich habe ein Ziel gesichtet. Okay, ich werde mich auch einmal umgucken. Lieber ist das Ziel auf der Treppe oben. Korrekt. Den habe ich im Blick. Ich auch. Ja, das ist ein Soldat, eindeutig. Zweites Ziel da drüben. Gut. Er wird von keinem gesehen, den könnt ihr ausschalten. Ja. Erledigt. Vorher bitte ankündigen, wer schießt. Okay, in der Grundausbildung wurde mir gesagt, der Scharfschütze macht den ersten Schuss, also. Okay. Ihr könnt bis zu ihm vorrücken.
Und von da aus geht noch eine Treppe hoch. Dort stehen noch mal zwei Menschen. Hat der Speer für mich eine Position, wo ich besser schießen kann? Eine Ausschau halten nach dem Kartellleutnant. Er kennt Amarus. Keine gesehen. Es ist alles auf dem Berg. Ich muss auch dicht daran laufen. Die Drohne reicht nicht bis dort. Ich rücke vor. Über den ich sehe nochmal nach. Also die Position von unserem Medic ist schon gar nicht schlecht. Ich hab noch einen Tango. Von da aus müsstet ihr zwei Leute den Weg entlang sehen. Einer spielt Ball, der andere sitzt auf einer Kiste. Die müsstet ihr, wenn möglich, gleichzeitig ausschalten. Ja, ich sehe den auf der Kiste habe ich im Blick. Den auf der Kiste und den Ball sehe ich. Ich kann keinen von beiden anvisieren. Wenn ihr beide schaut. Ich kann auch nach links gehen, dann kann ich den mit dem Ball ins Visier nehmen. Ich glaube, das hat gerade der Medic erledigt. Nee. Da ist noch nicht. Sehe den mit dem Ball. Okay. Ich schicke eine Drohne. Habe ich grünes Licht? Wenn ihr beide bereit seid, dann schießen. Moment noch, meiner beugt sich gerade vor. Komm. Zack, das Köpfchen. Ich bin bereit. Okay, ich auch. Dann ja. Los. Hab ein. Erledigt. Ihr könnt bis zur nächsten Treppe vorrücken. Dort ist auf dem Weg circa 50 Meter noch ein weiterer. Soweit ich sehen konnte. Haus ist sauber. Ich kann nichts einsehen von hier. Die Stellung hier ist scheiße. Ich kann keinen Gegner einsehen, ohne dass ich entdeckt werde. Verstanden. Korrigiere, hab ein Ziel vor dem feindlichen Haus entdeckt. Mit der Kiste in der Hand? Wenn er da eine Kiste in der Hand hat. Er bewegt sich weg, er kommt auf uns zu. Die Drohne ist unterwegs. Ja. Ich kann Sichtfeld verlassen. Wenn es die Person auf dem Weg ist, dann ist sie, soweit ich sehen kann, alleine. Es wäre allerdings möglich, dass im Haus noch Leute sind. Feindlichen Nachschub markiert. Ich muss vorrücken. Ja, rücke auch vor. Geh über die rechte Seite. Ich links. Ich müsste irgendwie auf dieses Gebäude hier drauf kommen, aber ich sehe keine Möglichkeit, wie ich hochkomme. Soll ich die Nachschub hier zur Abholung schon markieren? Ich sehe ein Ziel, kommt auf uns zu, mit Waffe. Den könnt ihr ausschalten. Okay. Er nur schießt. Na, erledigt. Tango am Boden. Ich sehe Bewegung im hinteren Dorf. Soweit ich sehen kann, ist keiner auf die Person aufmerksam geworden, auf die Schüsse. Hinten im Zelt befindet sich unsere Zielperson. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn unser Ziel? Der Nachschub ist noch nicht markiert. Aufklärer, soll der Nachschub markiert werden? Ja, markieren. Erno. So. Nachschub markieren, so. So. Okay. Das Stöffchen, was ich da in meinem Gesicht habe, ist ein bisschen. Ja, du nuschelst ein bisschen. Also nur ein bisschen. Ne? Ich hätte vielleicht weniger trinken sollen, bevor wir hier angekommen sind. Ja, den Unterschied kann man alles machen. Ist unsere Zielperson die Person, die da hinten in diesem Bunker oder wirklich im Zelt?
Die Person im Zelt. Bevor? Die Person im Bunker ist auf unserer Ebene die letzte Person, die uns im Weg steht. Kann sie nicht neutralisieren. Es sei denn. Nee, kein freies Schussfeld. Hier ist ein achsiger, drei Seiten gefahren Weg. Ich rücke mal vor und suche mir eine Stellung, wo ich. Da kann ich hoch. Okay, wir rücken vor. Nah an das Ziel. Eine Person kreuzt mein Sichtfeld. Möglicherweise das Ziel. Er trägt einen schwarzen Anzug, beziehungsweise eine Weste. Ja, schwarze Jackett, ja. Ja, das ist unsere Zielperson. An die müssen wir uns heranschleichen und sie überwältigen. Beziehungsweise befragen. Nicht töten. Ich befinde mich gleich auf einer erhöhten Position, wo ich alles überblicken kann. Einer sollte auf jeden Fall die Person hinten im Bunker in der Sicht behalten. Das Ziel bewegt sich ins Zelt. Ja. Person im Bunker, freies Schussfeld. Dann exekutieren. Erledigt. Sehr gut. Dann vorrücken zum Ziel. Verstanden. Ich bleibe auf Position. Ziel ist nicht im Zelt. Wiederhole, Ziel ist nicht im Zelt. Ziel befindet sich hinter dem Zelt beim Dixi-Klo. Läuft, kommt. Geht zum Bunker. Wenn er die Leiche entdeckt, sind wir aufgeflogen. Er guckt irgendwo hin. Wer schleicht? Der Medic. Er schaut mit dem Fernglas von der Klippe runter. Er schaut nicht in den Bunker. Ist der Medic bereit für einen Zugriff? Nein, nicht bereit, ich habe kein Sichtfeld. Ja, kommt auf dich zu, er läuft an dir vorbei. Ich gehe ins Zelt. Er wird mich nicht sehen. Dafür sehe ich dich umso besser. Also, wer hat dir diese Klamotten gegeben? Enno? Ja? Bist du bereit für den Zugriff? Ich bin bei dir hinterm Zelt. Dann bist du nicht bereit. Nein, ich kann aber vor durch das Zelt nach vorne gehen. Ich empfehle zu warten, bis er wieder entweder ins Zelt reinmarschiert oder am Zelt vorbeimarschiert. Wenn er am Zelt vorbeimarschiert, kann ich zugreifen. Wir warten ab. Er geht am Zelt vorbei. Dann ich gehe ins Zelt. Der Medic. Super. Sehr gut. Ich sichere die Gegend nach hinten ab. Bring ihn ins Zelt. Im Dorf unten wurden wir nicht bemerkt. Dann quetsch ihn mal aus. OC genannt 1, 2 oder 3 drücken. Ah. Boah, beziehungsweise einschüchtern mit E. Oder das. Aha. Nee, das geht nicht. Quieto, sígame. Pinche cabrón. Irgendwie reagiert das Ziel nicht auf meine Eingaben. Aber ihr könnt ihn, glaube ich, greifen. Vielleicht ist ein Medic zu schwach. Kamado Kamina. Hat keiner hier auf Indianisch gelernt? Also mein Spanisch ist ein bisschen eingerostet, von daher so richtig mit ihm sprechen kann ich nicht. Cabron! Habla conmigos! Ruhig, Kamine. Reicht dein Spanisch aus? Nee, da muss ich tatsächlich einmal in der Aufnahme einen Punkt wieder einschalten. Das ist das taktische Menü. Ach ja, stimmt.
jetzt, jetzt funktioniert es mit dem Spanisch. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieße dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Lo entiendes? Jetzt beruhig dich, Cabron. Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Im Ernst? Darum geht's also? Na klar, er ist auf der Atoll gefahren. Nur zu, dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Leute wie Setz euch. Setz die Drohne ein. Leuten wie uns? Beeilen wir uns, Leute. Amaru ist ein alter Mann. Ihr wisst, was wir mit solchen Leuten machen, die uns bedrohen, oder? Shit, wenn wir ihn schon länger in der Mangel haben, ist er wahrscheinlich tot. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Amaru ist eine große Nummer in der Rebellenbewegung. Das Kartell hält ihn am Leben, solange es nicht weiß, was er weiß. Wir können kein Risiko eingehen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Los geht's. Ich habe hier im Zelt noch medizinische Vorräte. Markieren. Das markiert's. Wir müssen nun Richtung unten im Dorf weiter und dann der Straße folgen. Ich munitioniere auf. Los, das Kartell wartet nicht, bis wir Amaru aufgespürt und gerettet haben. Die Einstellungen für dieses Kontextmenü, wo man dann 1, 2, 3 drückt und so weiter, ist dasjenige, was man braucht. Und für das Verhören ist es B, welches man drücken muss. Super, da kommt ja auch keiner drauf. B wie Verhören, ja nee, ist klar. Oder B wie Bedrohen. Oder bequatschen. Auf jeden Fall habe ich es jetzt wieder aktiv. Wenn ihr es aktivieren wollt, könnt ihr das auch gerne machen. Leicht gut. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, wir gehen wieder in Character, damit wir halt normal weitermachen können. Okay. Alle, die geschossen haben, neu aufmunitionieren. Erledigt. Gemacht. Erledigt. Sehr gut. Nun, sollen wir uns hier unten ein Fahrzeug anhalten? Ich denke, das wäre das Beste, bevor wir zurücklaufen und das Alte holen. Bedenken wir, sind nur Feindtruppen. Nicht, dass wir die auf uns aufmerksam machen. Ich habe 4 Stück gezählt. Ziel Nummer 3. Ich sehe keine Feinde. Wo sind Feinde? Wir gehen ein Stück zurück und dann die Treppen dort runter am Schrein vorbei. Und dort in der Kurve halten wir uns ein Auto an und fahren mit diesem weiter, dann müssen wir die Feindtruppen nicht attackieren. Will unser Sanitäter viel für unser Glück beten oder was hat er vor? Ich bestätige. Mhm. Alter, man springt. Man riskiert hier nicht einen Verkehrsunfall. Da hab ich nicht. Er hat mich doch gesehen. So, vielen Dank für den Leihwagen. Wir müssen in die Richtung hinter uns. Also einmal wenden. Und der Regen macht das jetzt noch angenehmer. Zum Fahren. Also ich wollte nur mal so erwähnt haben, wenn ich hinten sitze, wird mir da sehr schnell schlecht. Oh Gott, haben wir Kotztüten dabei? Also als ich letztens mit einem Team unterwegs war, die haben sich freiwillig gemeldet, dass ich vorne sitze. Hier links abbiegen. Hier viel Verkehr. Aber beim letzten Team, die durften dann ein paar Mal das Auto sauber machen. Das war dann nicht so toll. Du darfst das Fenster runterkurbeln. Wollte ich fragen, konnte man hinten da das Fenster nicht runterkurbeln? Na prima. Erledigt. Ich glaube, diesen Wagen können wir jetzt nicht zurückgeben. Links halten. Wobei, so wie die Karre jetzt aussieht, also ich glaube, wir sollten uns auch einen anderen Fahrer holen. Irgendwie. Ich habe den Wagen aufgewertet. Das sehe ich. Brauche Weisungen. Weiterhin links halten. Nächste Kreuzung geradeaus. Also ich weiß ja nicht, wo die hier Straßenbauen gelernt haben, aber das sind keine Straßen. Wieder geradeaus.
Ja, Bolivien ist ja kein Industrieland. Wasser! Ja. Zum Glück ist die Frontscheibe noch ganz. Jetzt hab ich einen nassen Schuh. Oh, Straße! Ja! Zivilisation. Bei der nächsten Gelegenheit rechts abbiegen. Aber da könnten schon beide sein. Genau. Dann fahr erstmal weiter. Wir positionieren uns dahinter. Ja, meine reicht gerade. Genau. Keine freien Ziele. Da vorne rechts neben der Straße, grau gegenüber unserer Ziele, befindet sich Steine. Ich versuche da hochzukommen. Verstanden. Wenn nötig, auf dieser Seite vom Fluss bleiben und erstmal bis zur Brücke vorrücken. Auf dem Feld vor uns befinden sich ebenfalls Feinde. Links von uns befindet sich noch eine Brücke, die wir queren könnten. Jedoch etwas entfernt. Ich bestätige mehrere Ziele. Bräuchte Informationen über wie viele Ziele bei der Brücke sind? Bei der Brücke, beziehungsweise bei der Holzbrücke, habe ich keine Ziele gesehen. Es wäre allerdings möglich, dass hinter dem Haus jemand ist. Hinter dem Haus keine Ziele bis zum Erdballen, beziehungsweise ob das Stein ist, kann ich nicht erkennen. Hinter dem weißen Haus ist gerade ein Ziel aufgetaucht. Geht's Richtung Brücke? Da ist ein zweiter Tango. Drittes Ziel. Er ist bei der Mauer stehen geblieben und schaut Richtung Brücke. Bestätige das Ziel bei der Brücke. Er geht weiter zu den Holzscheiten. Den könnte ich ausschalten, ob sich Kontakt. Korrektur, kein Sichtkontakt mehr. Nicht ausschalten, hinter ihm ist jemand, der zu ihm guckt. Der ein Wildschwein? Also wenn du Hunger hast, ne, dann musst du noch warten. Brücke zur Brücke, Richtung Brücke vor. Richtung Straße nähert sich übers Feld ein Ziel. Mit Pistole in der Hand. Geh zu den Fahrzeugen hier vor. Lieber von hinten an das Haus ranrücken. Über die Holzbrücke? Moment. Über die Holzbrücke und dann nach links. Verstanden. Drücke vor. Ich stetige bin über der Holzbrücke. Sehr gut. Ziel in den Feldern. Zwei Schweine. Zieht sich wieder zum Haus zurück, beziehungsweise zum Hubschrauber. Ich rücke selbst vor. Ein Tango kommt Richtung Brücke. Ist das der Halbnackte? Ja, ohne Oberteil. Ist der alleine? Ich sehe ihn gerade nicht mehr. Ich sehe ihn noch. Kann nicht mehr schießen, wird gesichtet. Es sind vermutlich drei Personen, die jeweils zur Brücke marschieren. Sie laufen immer vom Hubschrauber am Haus vorbei nach hinten und gehen dann an den Silos, oder wenn das Silos sind, Richtung Brücke. Achtung, bei unserem Medic nähert sich jemand an den Schweinestall. Er ist auf dem Weg, er hat dich gesehen. Kann jemand ihn ausschalten? Kein Sichtkontakt. Enno? Ja, am Holzhaus hinten. Ja, der auf dem Weg, er nähert sich. Graues Oberteil? Ja. Ich sehe ihn, aber kann ihn nicht nervös ausschalten. Ich kann schießen. Dann schieß. Tot. Sehr gut. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Es wäre möglich, dass der Schuss gehört worden ist. Bisher sehe ich keine aufgescheuchten Hühnchen hier rum. Ich habe noch einen Schalter bestätigen.
Okay. Neues Ziel kommt. Weißes Oberteil. Kann ich ausschalten. Kann ich theoretisch auch, wer soll? Enno schießt. Okay. Ziel ausgeschalten. Vorne im Feld ist der Halbnackte, nähert sich meiner Position bzw. den Autos. Kein Feind in Nähe zu ihm, kann ich ausschalten. Dann ausschalten. Ist down. Sehr gut. Vermutliche Kontakte innerhalb des Hauses 3. Wir müssen die 3 vor dem Haus ausschalten. In welche Richtung? Richtung Heli oder? Richtung Heli. Beziehungsweise einer kommt um das Haus rum. Ist jetzt hinterm Haus, er trägt eine Kiste. Und einer ist auf dem Weg. Einer ist auf dem Weg, geht jetzt zu ihm. Sie stehen jetzt beide nebeneinander. Können wir die simultan ausschalten? Für Simultanschuss habe ich keine freien Möglichkeiten. Ich auch nicht. Wer hat sonst entdeckt? Okay. Ein Tango geht wieder vor das Haus, graues Oberteil. Bestätige ein Tango, der glaube ich auf uns aufmerksam ist. Genau, weißes Oberteil mit Pistole. Position? Ein mit MP. Hinter dem Haus. Ausschalten, wenn möglich. Niemand sieht ihn. Ausgeschaltet. Tango geht vor das Haus. Hab keinen Sichtkontakt mehr. Vor dem Haus kann ich keinen neutralisieren. Hier befinden sich 1, 2, 3, 4 Leute. Ich kann einen, der relativ weit weg ist, jetzt ausschalten. Der trägt eine Pistole, will zu spazieren. Habe unser Ziel gesichtet. Es befindet sich in dem Haus hinter einer verschlossenen Tür. Einzelperson lokalisiert. Soll ich sie ausschalten? Wenn einzeln, dann ja. Erledigt. Drei Personen im Hubschrauber vom Hubschrauber Richtung Haus. Einer geht ins Haus. Sind diese drei die letzten? Das musst du uns sagen. Du bist das Auge Gottes. Ich sehe einen am Eingang des Hauses hinten. Er geht wieder rein. Bestätige einen, der Richtung Fässer geht. Richtung Fässer. Bei den Silos ist einer, bei den drei Schweinen. Einer links, hat eine Leiche gesehen. Links vom Haus einer mit Kiste. Freies Schussfeld. Silos ausgeschaltet. Scheiße, aufgeflogen. Bestätige einen Tango, der eine Sichtung gemacht hat. Es sind nur noch ein... Ich korrigiere, es ist, soweit ich sehen kann, keiner mehr am Leben. Ich sehe auch nichts. Warte auf dem Eingang vom Haus, von oben zur Schützung. Zugriff ins Haus. Bin im Haus, sauber. Bestätige. Dann den Gefangenen befreien. Hab Vorräte lokalisiert, ich markiere. Ja. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub holen. Sind Sie Amaru? Das, was von ihm übrig ist. Kommen Sie, wir bringen Sie hier raus. So, Geisel befreit. Wir können in den Heli gehen. Munition rauf. Ja, jeder, der braucht Munition. Das bloß hier am Hühnchen in Ruhe. Vier Hühnchen. Wenn alle bereit sind, in den Heli einsteigen.
Ich kann fliegen. Ich hoffe doch, er steigt auch ein. Ja, ja, alle an Bord. Sehr gut. In welche Richtung? Richtung Norden. Wo bringt ihr mich hin? Ich habe keinen Kompass. Entonces Bacatari hat also einen Handel mit den Malditos. Geradeaus. Klären Sie das unter sich, Senior. Ich habe keinen Kompass. Also was hast du denn bitte schön da am Ei? Ein Höhenmeter und eine Geschwindigkeitsanzeige. Die links über dem Berg. Und einen virtuellen Horizont. Noch weiter. Leuchtsignal. Leuchtsignal ist nicht unser Signal. Verstanden, dreh ab. Noch weiter nach links. Um den Berg herum und jetzt nur noch geradeaus. Verstanden. Oh, was ist da unten gerade hochgegangen? Was explodiert? Und uns. Mein Fahrzeug. Ja, soll uns nicht stören. Solange es nicht auf uns schießt, ist es nicht unser Feind. Links auf dem Berg müsste unsere Base sein. Also was du Base nennst, das nenne ich eine kleine komische verranzte Hütte. Genau hier unter uns. Vorsichtig. Das war's. Ich sehe eine Waffenkiste. Halt. So, alle aussteigen. Bitte nicht hinten in den Heli reinrennen. Hier gibt's übrigens Waffenkisten. Bevor wir das machen, werden wir unser Ziel erstmal sichern. Alles okay? Prioritäten setzen. Die Blanca ist nicht gerade gastfreundlich. Die Aukas, diese Teufel haben mich verhört. Sagen wir mal, ihr Rumgeflirte war ekelerregend. Aber ihre Methoden waren nicht. Heißen die beiden Juri und Polito? Sie, Juri, Polito. Die Schweine haben Ricky Sandoval gefoltert, als Swenny ihn verhört hat. Ich will sie, klar? Da waren nur Sicarios, als wir ihn befreit haben. Ich habe Juri und Polito schon 3 Tage nicht gesehen, vielleicht auch 4. Ich weiß nicht, wo sie stecken. Wir brauchen mehr Infos. Wir durchsuchen alle Dörfer in Kampa, bis wir was finden. Irgendwer wird schon was wissen. Sucht Dokumente, hackt Computer, verhört feindliche Leutnants, sprecht mit Zivilisten. Also los jetzt. Wir drehen jeden Stein um. Ja. Aufgepasst. Bowmans Datei zu Judy und Polito kommt rein. Das ist die Info zu La Judy und El Polito. Sie spielen eine Schlüsselrolle im Sicherheitsbereich Santa Blanca. Seht euch Bowmans Briefing zu ihrer Befehlskette an. Um die Sicherheit kümmert sich El Mudo, die Mauer. Persönlicher Leibwächter und Jugendfreund von El Sueño. El Mudos kleiner Bruder ist La Plaga. Fieses Stück Scheiße. Aktiv in den sozialen Medien. Top Sicario für das Kartell. Die Jagd beginnt. Wenn wir Sueño wollen, müssen wir uns hocharbeiten. Die ersten Ziele sind Juri und Polito. Erst die Info, dann aufspüren, dann ausschalten. Ja, und mit diesen Worten machen wir jetzt hier den Cut. Ich würde mal kurz sagen, wir haben die erste Mission erfolgreich durchgeführt, von daher machen wir hier eben schnell einen Cut rein und nehmen danach weiter auf. Lasst ein Like da, haut Kommentare raus und so weiter. Und die nächsten Folgen kommen bei mir zumindest nur mit Roleplay, ohne Anmoderation und Abmoderation. Ich starte und beende einfach. Was die anderen machen, weiß ich. Ihr könnt noch sprechen. Na dann, noch einen schönen Alles Tag. Klar. Ebenso und tschüss. Tschüss.